Erkennt ihr noch? Eine Kassette stammt aus Zeiten, in denen es noch nicht mal ein iPod gab, geschweige denn Smartphones und Streaming. Diese Kassetten hatten Musik auf dem Band und manchmal hatten wir Bandsalat. Aber die Dinge kommen wieder. Ne? Die Bonner Jonathan und Lars haben ein eigenes Label gegründet, Cat Life Records. Hier liegt Nostalgie in der Luft und brandneue Songs. Lars und Jonathan machen alles selbst. Und da ist sie, die fertige Kassette. Aber spulen wir nochmal zurück. Erstmal steht das Treffen mit der Band an. Chin-Ups sind Freunde der Jungs und bestellen schon das zweite Mal Kassetten bei ihnen. Zuerst geht's um das Design der Hülle. Die sind natürlich praktischer zum Transportieren irgendwie. Aber ich finde, die halt, sehen halt irgendwie schöner aus. Ja, sehen ein bisschen self-made, bisschen ja. Punkrock-mäßig eben aus. Ist ja schon schick. Kassette gehalten. Hier wird aufs Selbermachen gesetzt. Die Produktion ist erstmal relativ simpel und die Kosten sind im Vergleich zu jetzt zu CDs oder einer Vinylpressung halt deutlich geringer. Ich finde es immer wesentlich schöner, eine Kassette in der Hand zu halten. Man hat halt irgendwie so ein Stück Musik in der Hand. Chin-Up hatten beim ersten Mal 25 Kassetten bestellt. Die gingen sofort weg. Den Fans gefällt's offenbar. Den Machern sowieso. Dieser Nostalgie-Effekt kommt auch dazu. Ich habe halt natürlich früher als Kind auf den ganzen Autobahnfahrten nach Holland immer Bibi Blocksberg gehört und Benjamin Blümchen. Jonathan und Lars bekommen inzwischen Anfragen von Bands aus ganz Deutschland. Leben können sie davon aber nicht. Nee, also das ist auf jeden Fall einfach so eine Art Hobby von uns. Wir machen das, weil wir da Bock drauf haben, weil wir einfach cool finden, wenn Leute auch das Medium Kassette irgendwie hören. Und das hat ja doch irgendwie so einen Sammlerwert. Und das Ganze braucht viel Zeit. An 25 Tapes sitzen die beiden insgesamt knapp 3 Wochen. Schließlich müssen die Kassetten in Echtzeit bespielt werden. Und auch der Klang ist besonders. Ja, auf jeden Fall. Also man hat einen relativ rohen, kratzigen Sound, wie es eben typisch ist für Kassette. Genau, also da hört man auf jeden Fall klangliche Unterschiede, wie jetzt zum Beispiel zur CD. Das ist schon ein anderes Musikerlebnis. Bei Kassetten denkt man ja auch schnell an mit Liebe gemachte Mixtapes. Wir haben selber auch irgendwie schon Mixtapes verschenkt. Beispielsweise Jonathan hat einen von Chin-Up auch schon ein Mixtape gemacht, was er inzwischen immer im Auto hört. Und das ist halt einfach, ja, was ist ein cooles Geschenk. Ist mal ein bisschen was anderes, ein bisschen Alternatives. Ja, ist eine coole Sache. Und daran möchten die zwei erinnern. Wie schön es doch sein kann, auf Play zu drücken. Ah, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Dann haben wir da abends gehangen. Und